So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch mit dem Husten des Muttertiers im Hintergrund, denn entgegen aller Erwartungen ist sie gestern nicht abgereist, ist noch einen Tag geblieben, das heißt, vielleicht kann ich ihr noch einen Film vorschlagen zum Schauen beim Dinieren, aber jetzt haben wir erstmal für euch die Highlights der Woche zusammengefasst und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche und der hat es diesmal in sich. Ich habe zwar gedacht, was ich erlebt habe, das kann der Schocker der Woche sein, das seht ihr aber vielleicht in dem Video morgen. Und dann habe ich gesehen, ach nee, das ist heute auch schon dabei, weil ein anderer hat das auch, also ist es doch kein Schocker, denn der Schocker soll ja was Einmaliges sein. Jetzt aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, sagt der Holger immer und wir fangen an mit dem Video. Angefangen hat die Woche hier bei Denise, wir sind Glücksfreunde geworden, haben direkt getradet. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Nekrozma in 100%, noch nichts geworden, aber jeder Glücksfreund stellt euch drauf ein, ich nehme Nekrozma. Ihr könnt euch was aussuchen, ich habe nichts, das ist gut, also eigentlich könnt ihr euch gar nichts aussuchen. Baumlieber, auch Glücksfreund geworden, auch getauscht, Anime-Fan, auch getauscht. Und wenn sich Leute immer so fragen, wie tauscht du denn da immer? Es gibt halt wirklich Menschen, die mir vertrauen. Anime-Fan zum Beispiel gibt mir immer seine Zugangsdaten. Ich darf mich dann auf seinen Account einloggen und darf mir dann da was rübertauschen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Würdet ihr mir eure Zugangsdaten geben, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, dann habe ich am letzten Tag, als ich Shinaya da war, haben wir noch schnell einen Raid gemacht. Kurz neben dem Bahnhof. Also es sind keine Ho-Oh-Raids gewesen, aber wir haben einen Raid gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich habe gerade die Handys draußen. Ich tausche nochmal schnell zwei alte Vögel auf den Habanero-Account drauf. Und es ist, das 2017er Ho-Oh ist einfach ein 100%iges geworden. Es war kein Glückstausch, es ist aber durch den Tausch Lucky geworden. Mit Mindest-IV und ist ein 100%iges geworden. Das heißt, Habanero sammelt auf einmal 100%ige Legendäre, weil durchs Tauschen ab und zu mal was rumkommt. Denkt an Rayquaza letztens, jetzt Ho-Oh, das ist schon nett. Danke an Alex, der hat mir das Season-Ticket geschenkt. Also, das ist ja Teil 1. Da ist ja jetzt 3 Monate Season. Jeder Monat hat ein extra Ticket, wo es aber immer wieder um Coins geht und ich finde das gut. Ich selber bezahle ja kein Geld mehr, lade nichts mehr auf, ich stecke keine Kohle mehr in die App, aber wer mir so ein Ticket natürlich schenkt und ich aus diesem Ticket Münzen kriege, die ich dann nutzen kann für Brutmaschinen oder Raid-Pässe, das ist natürlich cool. Also an sich ist der Account nicht Free-to-Play, aber ich bin Free-to-Play, ich spiele ohne Geld reinzustecken, weil das machen ja die anderen, das muss man nochmal klarstellen. So, iScorp Jens. So close bräuchte ich zwar nicht, hätte es aber gerne eingelagert. Lagert ihr auch Ratten im Keller, dann schreibt es mal rein. Durch die Münzen, die ich jetzt hatte, habe ich mir auch gleich 3-mal diese Boostbox gekauft. Guckt mal in euren Shop, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Die Boostbox ist eigentlich richtig cool, denn die kostet 400 Coins. Da ist eine Aufbewahrung für die Pokémon drin, da ist eine Itembeutel-Erweiterung drin. Die zwei Sachen alleine sind ja schon 400 Coins wert und viele Leute haben immer Platzmangel und wollen aufrüsten und warten immer, bis es das mal günstiger gibt. Wenn ihr jetzt mit dieser Box aufrüstet und 50 Plätze mehr habt für Items und Pokémon, kriegt ihr gratis und zusätzlich noch 5 super Brutmaschinen und 5 Premium-Kampfpässe. Das ist ein richtig gutes Angebot. Kann man 3-mal kaufen, habe ich 3-mal gekauft von den Coins, die ich immer aus den Arenen besetzend rausnehme. Also ich habe da kein Geld aufgeladen. Wenn man es anders sieht, sind 5 Premium-Kampfpässe, haben einen Wert eigentlich, sagen wir mal, im Einzelpreis von 500 Coins. Ihr kriegt also 5 Pässe, 100 Coins günstiger und gratis zusätzlich 50 Aufbewahrung, 50 Item Platz und 5 Super Brutmaschinen. Also egal wie man es dreht und wendet, das ist ein gutes Angebot. Black Vibercat. Ich glaube, der Yendik möchte echt nicht, dass deren Spiel anständig funktioniert. Bei ihm vermischt sich halt einfach immer alles. Vielleicht liegt es auch an den vielen Tags, dass das Spiel komplett überfordert ist. Mach mal weniger Tags. Was sind das überhaupt? Meisterliga, okay. 4000 WP plus. Muss man das taggen? Level 40? 4 Sterne? Weil es ein 100er ist. War doch. Nee, mach nicht. Best Buddy? Junge, Junge. Und Mega, den Tag habe ich auch.
100% und mega, die Sachen tagge ich auch, obwohl, weiß ich nicht, Best Buddy, keine Ahnung, sehe ich ja, wenn die Schleife dran ist, aber macht ihr mal Tags, ich mache nicht so viel Tags. Dann haben wir hier nochmal, wie viel WP hat es jetzt? Mega Absol, hat schon wieder 2 Köpfe. Wir haben es mal nochmal abfotografiert, ohne was, und das seht ihr, da steht eigentlich 1406, aber im Hintergrund ist noch eine 07. Rechnet man das einfach zusammen oder was wird da draus? Ich lasse euch mal damit zurück, das ist das Schwerste und das Größte. Das müsst ihr auch berücksichtigen bei der Gleichung. Nochmal Black Viper Cat, gerade eben ausgebrütet. Shiny Alola Vulpix. Shenaya hat hier ein Kanivanya erlöst. Kriegt ja noch eine Mega-Entwicklung. War das das? Ja, von Benjamin, ich habe gelernt. Mäh, ihr Schafe, hier ein Shiny Volley mitgenommen. Gestern war Volley Spotlight-Stunde. Die habe ich nicht gespielt. Ich habe auch keinen Shiny Volley. Nur mal zur Info. Dragonite, brauchst du nicht mit dem Glücksfreund hier ankommen. Ich habe nichts. Nochmal Shenaya. Die hat bei Robball, sieht der hier 10 Shinies dann mitgenommen. Hä? Haben wir die nicht zusammengespielt? Jetzt bin ich verwirrt. Gut. Dann nochmal Sören. Das Kikli sieht aber krank aus. Grünes Kikli, Sören, die Woche startet gut, Shiny Xeneas, Shiny Fukano mitgenommen, direkt beim ersten Raid, obwohl ich eigentlich bis zur Raidstunde warten wollte, Shiny Jokre mitgenommen mit 23,08, dann haben wir den Mortis, 51 Shinies von Robball, 8 Luckys und 7500 Bonbons, das ist fett. Ein Schlando hat er auch mitgenommen, Xeneas Shiny, getauscht, Lucky, und dann ist es ein Shiny Lucky 100%iges geworden, deswegen also ein Schlando. Sowas wäre ja was für Schock hat der Woche. Aber es ist Xeneas. Xeneas Shiny sind ja geboostet, da musst du ein bisschen raiden, kriegst Shinies, dann tauschst du genügend Shinies im garantierten Lucky Trade hin und her und irgendwann kommt sowas bei raus. Es dauert zwar und ist brutal, aber der Schocker der Woche ist noch seltener. Bladentiers, 100% Bummels mit Visor, also mit Visier, dann 100% Slimer mit Partyhut, 100% Funifras, Shiny Volley, Shiny Raffel, Shiny Kecleon und noch ein Galazapdos mitgenommen. Unfälle der Woche schon aufs Minimum reduziert, schreibt sie hier auch. Dann haben wir McMacky, der hat ein 100%iges Ele-Kit. Leider nicht das mit dem Hintergrund, mit dem gelben Hintergrund. Das wäre auch richtig brutal, weil man einmal die Chance hat auf dieses Ele-Kit mit dem Hintergrund. Und wenn das Shiny und 100% wäre, das wäre der Schocker des Jahrhunderts. Das hat das Armband, okay. Das in 100%, das ist schon fett. Aber das konnte man ja damals schon in 100% kriegen mit Armband, einmalig. Jetzt also das zweite Mal die Chance da drauf. Mit Hintergrund wäre es aber wieder einmalig, wäre es also noch krasser. McMacky außerdem hier, Araqua, Barschwa in Shiny, Volley in Shiny, Memeon in 100%. Dann haben wir Koselinchen mit Raffel und Fukano, Praktibalk. 8, 6, 93er, über den habe ich mich gefreut. Praktibalk, erlöst man den? Ist ja so eigentlich stärker und nützlicher, müsste man also so lassen. Hätte was für Raider Mittwoch, Fusinado mit einem Pandir, dann endlich Alexander Ahringer. Das ist kein 100er, das ist aber ein Shiny mit Armbinde und mit Hintergrund. Shiny damals, eine Chance gehabt mit Armbinde. Shiny mit Armbinde, zweite Chance diesmal, aber mit Hintergrund nur eine Chance. Also das Shiny mit Hintergrund ist wertvoller als das Shiny mit Armbinde ohne Hintergrund. Versteht ihr? Uns ist noch ein 96er. Endlich Shiny Ele-Kit mit der Schleife für mich, ein Schocker der Woche. Jetzt hätte es noch 100er sein müssen, dann wäre es richtig komplett gestört. Alexander Ahringer, mein 100er Primarene in Pokémon Go vom Community Day, 141 WP. Warum hast du das nicht gepusht? Zieh doch mal hoch, wie weit kommt's denn? Reichen die Bonbons? Ich drück dir die Daumen. Wenn nicht, vielleicht ein Ziel, das mal hoch zu pushen. Dann meine Shiny-Ausbeute vom Community Day Robball in Pokémon Go. Insgesamt also 5 Stück. Ein Lucky ist auch dabei. Kaiser Kai. Sogar das mit Hintergrund. Das ist, was ich meine. Das Ele-Kit mit Schleife, also mit Armbinde. 100%. Einmal Chance gehabt damals, zweite Mal Chance gehabt dieses Mal, aber mit dem Hintergrund erstmalig gewesen, 100% Ele-Kit mit Armband, mit Schleife und Hintergrund, das ist genial.
Das ist genial. Aber es ist natürlich wie das Shiny trotzdem auf dem gleichen Level, weil ob 100er oder Shiny, du hast ja trotzdem nur einmal die Gelegenheit mit dem Hintergrund, die Kombination aus beiden wäre tödlich. Andy Forbeck, vor circa 3 Wochen hatte ich dir das Shiny Lucky 100% Viscogon von meiner Freundin geschickt. Nun bekam sie einfach wieder beim zweiten täglichen Spezialtausch ein Lucky Shando. Leider gibt es den zweiten täglichen Spezialtausch nicht mehr. Wir haben jetzt nur noch einen Spezialtausch pro Tag. Das andere war ja 7 Bonus. Metagross ist auf jeden Fall fett, sieht gut aus, kriegt ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung, nimmt man mit, zieht man hoch, braucht auch Event-Attacke, alles drum und dran. Tiso zeigt hier auch Shiny mit Armband, mit Wristband, ne? Und Hintergrund. Das heißt, jetzt sind es schon 2, die das Shiny haben mit dem Hintergrund und dem Armband. Dann ist wohl das 100er doch mehr wert, das habe ich nur einmal gesehen. Benjamin, Marikek im Duo geschafft, Boss hatte Aquaknarre, Säuselstimme, Solo war unmöglich, aber im Duo konnte man es schaffen, 76% Restzeit, Benjamin auch noch nehme ich, hier ein Schneebedeck, kannst du erlösen, Rexblizzard entwickeln, Mega Rexblizzard draus machen, 100%, warum nicht, weil so macht man damit glaube ich nichts. Und ein 100er beim Tauschen für XL Bonbons bekommen, 100%, Tarnel, wartet man da auch jetzt wieder bis Ende des Jahres auf den Super Community Day, um dann wieder Sternenhieb zu kriegen? Wahrscheinlich. Also aufheben, dann entwickeln, fertig. Nassim Kelderer, hier noch ein Shiny Volley mitgenommen. Und das war's. Das war's. Sonst nix. Keine Elke, kein Balu, keine Feuerwehrfrau Laura. Aber der Schocker der Woche, der ist noch da. Und der kommt jetzt. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern, ich kann es schon direkt sagen, von Robert100er. Wer den nicht kennt, Robert100er hat auch einen YouTube-Kanal. Honey Mew hat einen YouTube-Kanal. Alle rennen in Karlsruhe rum. Karlsruhe ist einfach heftig brutal. Mal ein Go-Fest in Karlsruhe wäre doch bestimmt mal eine fette Sache. Dann die Leute auch mal treffen oder so. Robert100er auf jeden Fall hat den Schocker der Woche, das ist das. Das fürs Mittwochsvideo, ultra rare, so wie Prime, das kannst du nicht abstreiten. 100% Shiny, Lucky, Ignivore, Shiny zu kriegen. Das ist ein Unding. Das ist nicht wild, das ist nicht in Raids, du kannst nicht gezielt drauf gehen. Du musst Glück haben, dass beim Brüten von diversen Eiern mal ein Ignivore drin ist, dann muss das aber auch noch Shiny sein. Dann musst du jemanden finden, der sein Shiny Ignivore überhaupt in einem garantierten Lucky Trade abgeben würde. Die meisten behalten es, Mirror Trade fast unmöglich. Dann gibt das einer ab und es kommt eine miese IV raus, ihr ärgert euch. Aber nein, es gibt einer ab und es wird 100%. 100% Shiny, Ignivore, Lucky Trade, also ein Schlando, wie vorhin. Wir haben vorhin Schlando gehabt mit Xerneas, aber Xerneas ist Shiny Boosted, hat ja 1:20. Und du kannst gefühlt unendlich viele Xerneas Raids gezielt machen, dass du dann 30 Shinies hast. Und bei jedem Lucky Trade, wo du Shiny Xerneas dann tradest, muss nicht mal Mirror sein, besteht die Chance, aber jemanden zu finden, der ein Shiny Ignivore tradet. Und dann wird das auch noch lucky. Also dann wird es auch noch 100%. Das ist schon brutal. Das ist brutal. Lässt man das so? Entwickelt man das? Ich weiß es nicht. Der Hintergrund stört mich schon wieder ein bisschen. Weil das hat ja auch so gelbe Hörnchen. Wie sieht das denn aus, wenn es entwickelt ist? Aber weil es ein 100er ist, würde ich es wahrscheinlich hochziehen auf Level 50. Braucht halt 300 Jahre, wenn man ich ist jetzt mittlerweile. Und deswegen Fettes Teil. Das war Robert100er. Das war der Schocker der Woche. Das war Raid am Mittwoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.